zurück zu New World. Letzte Folge war tatsächlich die 100. Folge. Ich habe es irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm gehabt. Ich habe eigentlich gedacht, das ist erst die 99. Folge, aber es war schon die 100. Aber wir haben auf jeden Fall Quests fertig gemacht. Die geben wir jetzt ab. Was ist das? Ah, oh, die Munition. Tut mir leid, ich war gerade abwesend. Ja, das ist sie. Mit dieser Munition müssten wir die nächsten paar Überfälle überstehen. Danke, Seelenwächter. Wirst du zurechtkommen? Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. Danke für alles, aber dabei kann mir niemand helfen. Okay, ja, 100. Folge ist schon ganz schön viel. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir das hingekriegt haben, ganz ehrlich. Es kommt mir noch gar nicht so lange vor. Also irgendwie, wir sind ja noch nicht mal 60. Also wir sind ja noch nicht mal auf Max-Level. Ich weiß nicht, ob ich nur so super lahmarschig bin. Ich habe ja auch schon einige Stunden nebenbei gespielt. Also ja, aber bald, hoffentlich irgendwann sind wir denn dann auch mal 60 und ja, mal sehen. Vielleicht, wie ich es in den Kommentaren gelesen habe, tatsächlich ja auf die nächsten 100 mal schauen, wie sich das so entwickelt. Du hast die Herzjuwelen zurückgebracht. Oh, wunderbar. Nun hat das Leiden meiner Freunde ein Ende. Du hast auch Symbole gefunden? Die habe ich schon mal gesehen. Die Verderbten ritzen sie in schwebende Obelisken. Was wirst du mit ihnen machen? Wir werden die Herzjuwelen reinigen. Das ist eine wirklich schöne Zeremonie und diese Papiere werde ich ebenfalls zu meiner Freundin schicken. Sie versucht, den Code zu knacken, weißt du? Irgendwann wird es ihr gelingen. Schauen wir mal, ob es ihr gelingt. Zeremonie haben wir auch nicht mitgemacht. Hier war, glaube ich, PvP. Da oben können wir noch was annehmen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun, bis wir denn dann endlich mal 60 sind. Also scheint so, als würden wir jetzt ja nicht mal 56 werden. Hast du schon die Geschichten gehört? Jenseits des Glassees gibt es einen gesegneten Hügel, auf dem die Verderbnis nicht Fuß fassen kann. Stell dir vor, an einem solchen Ort zu leben, frei von der Verderbnis und diesem höllischen Krieg. Klingt wunderbar. Ja, nicht wahr? Seit meiner Kindheit kenne ich Geschichten über neblige Gemeinden und Herold Abraxas. Er ist mein Held. Hätten wir doch nur jemanden wie ihn in diesem Kampf an unserer Seite, dann wäre der Krieg schon morgen vorbei. Herold Abraxas? Ja, der Herold. Genau. Den Legenden zufolge ist er mit seinen Anhängern auf der Suche nach dem Paradies in neblige Gemeinde? Wahrscheinlich in der nebligen Gemeinde, aber ist wohl ein Eigenname, gelandet. Sie können noch immer dort sein. Sie könnten noch immer dort sein. Wie schön das doch wäre. Vielleicht könnten sie uns sogar im Kampf beistehen. Ja, vielleicht. Dann müssen wir wohl mal hingehen und gucken. Gibt es hier noch was? Da draußen ist noch was anzunehmen. Wie es aussieht hinter dem Zaun. Oder ist das noch drin? Nee, ist noch drin sogar. Da ist die Treppe. Und dann schauen wir mal. Du bist ganz schön herumgekommen, oder? Du warst schon an vielen Orten hier in der tiefen Schlucht. Warst du auch schon auf dem Friedhof Unheimliche Düne oder in der nebligen Gemeinde? Hier ist es ein bisschen besser angepasst. Warum fragst du? Hast du von den Geisterlichtern gehört? Den Ignis Fatui, den Laternen, die auf dem Friedhof Unheimliche Düne flackern. Sie müssen niemals nachgefüllt werden, sondern brennen einfach immer vor sich hin. Ich muss mehr über ihre Eigenschaften erfahren. Was ist an ihnen so besonders, dass sie alleine brennen vielleicht? Die Verderbten wagen sich nicht in ihre Nähe. Wenn wir den Grund dafür herausfinden können, können wir den Schutz vielleicht selbst nutzen. Du findest die Laternen auf dem Friedhof Unheimliche Düne und in der nebligen Gemeinde. Komm bitte schnell wieder. Dann müssen wir wohl Unheimliche Gemeinde besuchen. Was ist das hier? Finde heraus, wie er die neblige Gemeinde gesegnet hat. Ist das die hier unten, der Segen der Gefallenen? Brennende Frage. Laternen, dann muss das wohl da unten irgendwie sein. Haben wir nicht drei Quests angenommen? Jetzt waren nur zwei, ne? Das waren einmal nur zwei. Okay, dann reisen wir mal hier unten hin. Und laufen mal ein Stück hoch. Geht schneller, als wenn wir andersrum laufen, so wie es aussieht. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, wenigstens 56 zu werden in dieser Folge. Das wäre ja nice. Ja, ja. Hä? Das habe ich gar nicht aufgemacht. Ich war das nicht. Oh, können wir da überhaupt rüber? Schaffen wir das überhaupt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Sieht aber sehr hoch aus. Können wir hier irgendwie hoch? Müssen wir das mal rauspacken? Dann können wir auch... Können wir hier irgendwie hoch, bitte? Bitte gerne? Aber scheinbar nicht. Ah, das ist ja super. Dann müssen wir also doch den langen Weg gehen. Habe ich ja gar keinen Bock drauf, ganz ehrlich.
Und ihr bestimmt beim Zugucken noch viel weniger. Können wir nicht irgendwo hochkommen? Ich fürchte fast, auch hier kommen wir dann nicht weiter. Also ich versuche es sehr gerne, aber vielleicht... vielleicht mache ich sonst kurz eine Aufnahmepause, dass ihr nicht den ganzen weiten langen Latschweg mit anschauen müsst. Das ist ja super öde. Hier geht es noch ein bisschen höher, aber kommen wir da ganz hoch? Ah ja, sieht vielleicht, könnte, mal gucken. Okay, hier kommen wir jetzt schon gar nicht rüber, das ist natürlich auch super kacke. Jetzt stöhn dir nicht so rum, spring da lieber hoch. Gehen wir da nicht hoch oder hier gerade? Hier war doch gerade so ein bisschen. Ja. Okay, geht das vielleicht? Das sieht hier schon wieder viel zu steil aus. Ja, wir sind wahrscheinlich jetzt schon wieder so weit hier ringsrum gelaufen. Oh, ernsthaft? Da willst du ja wohl hochkommen. Das ist ja jetzt nicht so weit. So, da könnten wir doch, hier könnten wir uns doch hochglitschen. Genau, das sieht doch aus wie so eine schöne Schräge, die man hochglitschen kann. Das ist, glaube ich, schon wieder zu steil hier, oder? Können wir da auch noch irgendwie hoch? Schaffen wir es? Schaffen wir es? Nicht so richtig, ne? Gleich fallen wir bestimmt wieder ganz runter. Ja. Komm schon. Es muss doch da hochgehen. Also gerade sind wir ja da auch schon hingekommen. Also irgendwo geht's da hin. Aber oben weiter wäre halt auch noch ganz nice. Ja. So, und noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter. Kommen wir hier vielleicht nach links so ein bisschen weiter. Nee. Sieht nicht so aus. Okay, probieren wir es da nochmal. Wenn es hier jetzt überall nicht klappt, dann... weiß ich auch nicht. Das hat doch ganz gut geklappt. Ist jetzt nur die Frage, wo wir dann hinkommen. Oder ob wir dann gleich wieder ganz runterfallen. Oioioi, ich sehe nichts mehr. Sind wir schon wieder ganz unten? Fast. Warum wird es denn auch jetzt dunkel, ne? Damit ich hier bloß gar nichts mehr sehe. Oh Mann. Wie lange kann der Weg? Wir sehen, andersrum wären wir wahrscheinlich schon 10-mal da gewesen. Können wir hier irgendwo lang? Springen wäre halt auch ziemlich nice, wenn das öfter klappen würde. Können wir da lang vielleicht? Wenigstens da lang. Ich sehe halt auch einfach fast gar nichts mehr. Vielleicht sollte ich tatsächlich mal die Helligkeit für solche Situationen höher stellen. Ja, wow, okay. Natürlich noch weiter runter. Kommen wir denn da hoch vielleicht? Das erste Stück schon nicht. Na, danach müsste es gehen, aber diese erste Kante. Ja, sieht wohl schlecht aus. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt hier schon sind auf der Karte. Jetzt wird es wieder hell. Das ist ja schön. Das ist ja ganz toll, dass es jetzt schon wieder hell wird. Ja, wir sind halt super weit. Und hier kommt man dann wahrscheinlich auch hin. Aber hier müssten wir ja den kurzen Weg rüber. Ja, hier ganz außen rumlaufen ist ja bescheuert. Ich mache meine Aufnahmepause. Und wenn wir fast da sind, dann hole ich euch wieder dazu. Also, ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir gerade mal wieder. Zwar noch nicht so richtig da, aber weil ich jetzt gerade hier diese beiden Punkte auf dem Weg, mindestens wenn die beiden jedenfalls noch da bleiben, weil ich die einmal mitnehme hier von diesen verderbten Portalen, dachte ich, ich nehme euch nochmal eben mit. Dass wir diese nochmal machen. Oh, wenn ich nicht gleich sterbe. Die sind hier, glaube ich, zu hoch, ne? Habe ich gar nicht dran gedacht, dass die jetzt vom Level her höher sind. Also vielleicht machen wir sie doch nicht. Ich versuche es auf jeden Fall mal. Der Endboss wird dann natürlich nochmal besonders schwer. Was müssen wir denn hier machen? Das müssen wir kaputt machen und dann müssen wir das, glaube ich, schon benutzen, ne? Vielleicht schaffen wir das dann doch. Es sei denn natürlich, dieser blöde Strahl, dreht er sich noch?
Trifft uns hier noch. Vielleicht werden wir einmal zurückgeschleudert. Das kennen wir ja schon. Oh, sogar. Nicht mal zurückgeschleudert. So, die sind langsam. Jetzt sehe ich gerade wieder mal gar nichts, dass wir hier irgendwie drin buggy sind. Kann ich hier raus? Kann ich nicht mal raus. Kann ich mal so raus zur Seite irgendwie. Okay, dann machen wir das einfach. Wenn wir eh nicht rauskommen und hier buggy sind, vielleicht halten wir durch, bevor uns einer angreift. Ja, ich glaube, wir stehen hier so, dass die gar nicht reinkommen. Das, ja, okay, wir sind so in der Wand gebackt. Scheint so zu klappen. Ja, wir heilen uns mal eben. Dann haben wir das doch schon mal mitgenommen. Das sind, welches Level sind die denn? 45, also die 25 habe ich sonst irgendwie alleine gemacht. Ich habe gerade so ein bisschen gedacht. Faulendes Nest. Verderbtes Portal. Verderbtes Portal, verderbter Monolith. Wie hieß denn das, was wir gerade gemacht haben? War das auch ein Monolith? Verpesteter Hain. Na, wir gucken mal vorbei, ob wir das schaffen. Wenn es so ist wie das hier gerade, dann geht's ja noch. Aber ich glaube, das hier war Monolith, oder? Ja, bisher habe ich immer 25er davon gemacht, also Level 25, die kleinen alleine. Die großen habe ich auch geschafft von den 25, Level 25ern. Aber 45 habe ich jetzt tatsächlich gerade nur vercheckt, dass wir hier in so einem hohen Gebiet sind. Verderbter Monolith. Ist das das, was ich gerade gemacht habe? Ich glaube, hier muss man diese drei Außen kaputt machen. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier schaffen. Das sind jetzt schon wieder hier ganz schön viele. So, das ist schon wieder knapp. Jetzt könnte man vielleicht mal was essen. Ist das noch ein Wolf, der damit kommt? Ja, natürlich kommt der Wolf auch noch mit. Nein! Ja, war so klar. War wieder klar. Ja, ich hol doch hier keiner. Ist doch gar keiner da. Oh nein, müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder laufen? Sieht so aus. Okay, dann laufe ich den ganzen Weg nochmal und hole euch gleich nochmal ab. Und dann lassen wir das mit den Portalen, damit wir hier vorankommen. Bis gleich. So, hergelaufen, repariert. An den Portalen vorbei. Jetzt sind wir da. Und ja, ich könnte gleich vielleicht vorsichtshalber nochmal ein Zeltlager stellen, damit wir nicht wieder weiterlaufen müssen. Als von hier. Falls ich wieder sterbe, wobei jetzt hier natürlich auch keine Portale mehr sind. Ich habe aber irgendwie immer nicht so... Ja, ich will nicht sagen, ich habe keinen Bock auf Zeltlager, aber irgendwie vergesse ich es immer. Das geht so super schnell, aber irgendwie ganz oft ist es dann so, dass ich einfach nicht dran denke und irgendwie auch denke, es sei nicht notwendig und dann, ja, dann seht ihr ja, wie es endet. Ey. Gut, aber die Seelen sind jetzt natürlich low, sind nicht Elite und nur so viele auf einmal, wie ich es, ich wollte gerade sagen, schaffe, zu mir zu holen oder fernzuhalten, je nachdem. Aber das verkacke ich ja auch öfter mal, also wäre es jetzt auch nicht so verwunderlich, wenn ich auf einmal hier 10 Viecher mit... Den wollen wir nicht. Okay, der hat uns schon gesehen, ne? Ja. Gut, dann wollen wir den doch. So, können wir hier bitte mal rankommen. An unseren Nebelschritt-Frostgeist. Den anderen da drüben greifen wir auch schon mit an. So. Was mussten wir überhaupt finden? Geschwärzter Talisman. Okay, das heißt, das ist das, was die hier einfach verlieren. Faulkeil nehmen wir auch noch mit. Ja, wo sind sie denn? Da ist, glaube ich, noch ein... Nee, der gehört auch nicht dazu. Wo sind die denn? Bin ich hier schon wieder falsch gelaufen? Bisschen mehr nach da. Ist das die richtige Richtung? Ja, das sieht richtig aus. Okay, das ist, wir müssen ein bisschen mehr hierher. Gehört der denn dazu? Der sieht nicht so aus, als würde er dazugehören. Nee, der gehört auch nicht dazu. Wo sind die denn? Laufen die einfach nur hier rum? Da ist einer. Da drüben ist einer, der nicht dazugehört. Aber alle anderen, die hier rumlaufen? Wo habe ich ihn gehört? War das der da drüben? Da ist noch einer. Könnten wir ja mal auf den könnten wir ja mal schießen. Kommst du hier rum? Genau. Ja, mal mit der Waffe töten. Ich glaube aber, der Waffenbonus, den hatte ich letzte Folge erwähnt, der stand beim Starten mit dabei. Der steht jetzt nicht mehr dabei. Also schätze ich fast, der ist auch nicht mehr gültig.
Das ist doch kein junger Baum, der ist riesig groß und fett und alt. Uiuiui. War das denn für ein Wirbelgedöns? Ach du schon wieder. Wo kommt denn der zweite her? Ich will doch einfach nur um dich drum und dich von vorne treffen, du Blödian. Das klappt ja hier richtig gut. Was? Hat er was gesagt? Das klang fast so, als wollte er sprechen. So, drei Stück noch. Hier sind doch bestimmt noch irgendwo welche von denen. Da links ist noch einer. Ich weiß nicht, ob der da vorne dazu gehört. Ja. Irgendwer beschwert sich hier ganz schön. Bist du dazu oder nicht? Nee, du gehörst nicht dazu. Dich wollen wir nicht. Wir wollen nur welche, die dazugehören. Der gehört noch dazu. Wir müssen ja dann auch noch zu Aufgabe 2. Aufgabe 2 ist bestimmt folgendes. Arthur durchwirkte Lampe. Das heißt, wir müssen ja irgendwelche Ghule auch noch töten. Das sind... Ui. Ghule sind scheinbar noch andere als die, die hier sonst so rumlaufen. Ist das da ein Ghule? Nee, das ist wieder so eine. Du bist aber der richtige... Gesindel! So. Da ist ein Briefchen. Okay, eins. Hör doch mal auf. Ich habe das, das eingestellt, dass man automatisch über diese Hindernisse klettert, weil ich dachte, das könnte beim Laufen praktisch sein, aber manchmal nervt es ein bisschen. So, des Herolds Sieg, Seite 1. Bilder an der Wand, gefunden bei Friedhof Unheimliche Düne. Meine Anhänger haben den Bau des Dorfes unter meiner Anleitung beendet. Ich habe viel Zeit damit zugebracht, unsere Zukunft zu planen und eine Sache beruhigt mich. Die Verderbnis im Norden hinter dem Ahnentor vorbei. Was? Ist vorbei? Fehlt da nicht irgendwie ein Wort? Das klingt so... Beunruhigt mich. Hinter dem Antor vorbei. Keine Ahnung. Naja, und während mich einige deswegen einen Narren schimpfen, bin ich aufgebrochen, um das Böse mit eigenen Augen zu sehen. Am Tor bin ich Richtung Norden gezogen und konnte mich den Dämonen lang genug entziehen, um das für mich Nötige herauszufinden. Aber das Schicksal entschied sich, mich auf einen neuen Pfad zu führen. Als ich über die Bergpässe kletterte, rutschte ich aus und fand mich in einer Ruine der Ahnen wieder. Die Höhle war randvoll mit Artefakten und Reichtümern, aber was mich anzog, waren die Wandmalereien. Zuerst habe ich nichts Besonderes an ihnen bemerkt, aber das Studium der spirituellen Wege vieler hat mich gelehrt, ein Ritual zu erkennen, wenn ich eines sehe. Mein bescheidenes Verständnis der Wandmalerei lässt mich glauben, dass die Ahnen einen Weg gefunden hatten, Gebiete auf der Insel zu segnen. Das würde erklären, warum die Siedlungen im Süden vor Angriffen geschützt sind. Diese Wandmalereien zeigten mir, wie es geht. Das ist wohl der beste Weg, meine Gemeinde zu schützen und ihr den Frieden zu schenken, den sie verdient. Ich nahm die Artefakte in der Höhle und brachte so viele von ihnen mit, wie ich nur tragen konnte. Ich habe viele von ihnen mit denen auf den Wandmalereien verglichen. Ich muss herausfinden, wie dieses Ritual ablief, damit ich es für das Dorf vollziehen kann. Und ich werde nicht eher ruhen, bis ich es geschafft habe. Okay, da hat er sich einen guten Plan vorgenommen. Ob das geklappt hat, weiß ich nicht. Also ich meine, im Moment scheinen hier alle tot zu sein. Sieht auch aus wie ein Friedhof. Oh, ja, kletter da bitte rüber. Wir müssen zur 1. Das ist noch nach da. Ja, dann komm du erstmal mit, soll mir egal sein. Ja, das mit dem Klettern nervt jetzt schon ein bisschen, ne? Oder auch ein bisschen mehr. Die Gemeinde. Ach so, das sind hier andere. Okay. Ja, dann nehme ich euch. 4 seid ihr. Aber ihr scheint jetzt auf einmal alle die Richtigen zu sein. Wie dumm ist das denn? Hä, musste ich mit denen nur in die richtige Region gehen? Oder woran lag das jetzt? Ach, wir müssen noch mehr? Hä, haben wir nicht gerade schon diese ganzen Sachen gesammelt? Verstehe ich nicht. Egal, er leuchtet was lila, da gehen wir hin. Ach, das ist dieses fliegende Tier. Seelenwurm. Nehmen wir den Wurm mal mit. Und können wir hier reinklettern? Ja. Die beiden, die drei, nehmen wir auch gerne alle. So, wir heilen uns mal ein bisschen. Ich sehe zwar gerade fast nichts. Ach, das ist der mit seinem Koffer auf dem Rücken hier, mit seinem Sarg.
Ja, draußen ist auch noch eine. Hier müssen wir noch ein paar Sachen einsammeln. Brauchen wir auch wieder 12 von. Ja. 12. 12 ist eine ganze Menge. Wenn jeder eins droppt, geht's ja noch. Scheinen auch recht viele zu tun hier. Aber wir brauchen auch noch irgendwelche Nebelschrittgule. Wollt ihr mich nicht angreifen? Was ist denn los mit euch? Hallo, ich bin da. Hallo. Sehe ich schon wieder nichts, ne? Also die Kamera ist manchmal echt nervig. Gerade in Gebäuden oder an Ecken oder so. Naja, naja. Wir werden es überleben. So, so. Da vorne ist noch so ein lilanes Dings. Das nehme ich noch mit. Auch wenn uns der... Ach, den brauchen wir sogar noch dann. Können wir euch beide nehmen. Ach, komm. So. Der da hat nichts gedroppt. Dann nehmen wir den da noch. Huch, der war zu weit weg. So, noch drei. Die machen ja Geräusche. Kann ich fast gut nachmachen. So. Ich würde gerne diese Quests hier noch fertig machen und die noch abgeben, dass wir vielleicht noch 56 werden, diese Folge. Jedenfalls fände ich das ziemlich nice. So. Ja, okay, ich glaube, ich muss das wieder ausstellen. Das nervt mich zu sehr. Oh, ja, es nervt mich wirklich sehr. Das stellen wir mal gleich wieder aus. So, dann kommt alle mit. Ist mir doch egal. Kommt alle her. Machen wir das parallel. Geht doch super. Und die Kiste nehmen wir noch mit. Suche den Eintrag. Versenkte Erde. Wo haben wir denn den Eintrag? Ist der in diesem Haus? Ich sehe nämlich hier nichts. Eintrag meint wahrscheinlich auch sowas wie Brief. Ist der hier auf dem Balkon vielleicht? Gab es da drüben einen? Ja. Ja, genau das wollte ich. Okay, wir stellen das jetzt um. Optionen. Das war hier irgendwo... Spiel? Automatische Überquerung. Oh, das war das Falsche. Das da wollte ich aus. So. Jetzt nervt es mich hoffentlich nicht mehr so. Aber ich weiß trotzdem nicht, was wir hier noch machen müssen. Da müssen wir noch diese Laternen suchen. Und hier müssen wir... Das ist... Ja, wahrscheinlich hier irgendwo ist der Brief in irgendeinem Haus. Suchen wir den doch nochmal. Hier ist auf jeden Fall eine Riesentruhe. Sieht aber nicht aus wie ein Brief hier. So. Proviantlager. Na, das sieht aber gut aus. Das müsste doch schon längst vergammelt sein. Naja, naja. So, aber wo haben wir denn bloß den Brief? Schauen wir hier mal eben rein. Das sieht nicht so aus. Hier sieht es auch nicht so aus. Ich will jetzt gerade gar nicht gegen euch kämpfen. Da ist eine Kiste, aber die müssen wir ja nicht mitnehmen. Das würde ich gerne einsammeln. Hier das Viech nochmal. Warum habe ich den jetzt nicht gelootet? Das war doch gut. So. Ich glaube, wir müssen sie doch gleich mal töten. Da ist nur eine Kiste. Das ist auf jeden Fall so einer, den wir brauchen. Haben wir hier gerade schon drin? Ich weiß es gar nicht mehr. So, aber ich glaube, jetzt sind es ganz schön viele geworden. Hoffen wir mal, dass wir die schnell genug töten können. Vor allem diese kleinen. Ja, schön auf diesen Sarg drauf. Das klappt wunderbar, merken wir ja. Also. Okay. Das hat doch noch ganz gut funktioniert. Und wenn ich hier irgendwie nichts sehe in diesen Häusern, lass mich mal bitte da durch. Was ist das? Das ist auch nur eine Kiste, ne? Kein Briefchen. Wahrscheinlich suchen wir jetzt noch 100 Jahre diesen Brief.
Und in diesen 100 Jahren habe ich noch 10-mal die Orientierung verloren und weiß gar nicht mehr, wo wir schon waren und wo nicht. Waren wir hier schon drin? Ach ja, das ist die große Essenskiste gewesen. Das da sieht doch noch aus wie ein stabiles Haus. Gucken wir noch hier mal. Okay, okay. Ist hier noch ein Erdgeschoss vielleicht? Ist hier echt kein Erdgeschoss in diesem Haus? Was ist das für ein komisches Haus? Dann gucken wir da drüben nochmal im nächsten. Wahrscheinlich liegt der Brief irgendwo rum und ich habe es einfach nur noch nicht gesehen. Vielleicht sind wir sogar schon dran vorbeigelaufen. Lass mich da durch! Töte ich euch eben alle. Mann. Das ist aber nervig jetzt hier mit euch. So, ist hier irgendwo ein Brief drin? Nee, eine Kiste. Darf ich mal bitte die Kiste mitnehmen, wenn ich schon hier blöd rumstehe? So, die will ich noch mitnehmen. Brauchen wir bestimmt nicht, aber egal. So, versuchen wir hier mal so ein bisschen upala, im Kreis zu laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in diesen allen schon waren. Ist das das, wo wir angefangen haben hier? Vielleicht da oben? Wer schießt denn da auf mich? Das ist auch nur so eine Kiste. Vielleicht sterben wir gleich nochmal, weil ich hier irgendwie immer alles mitnehme. Um den Kampf zu vermeiden, damit es schneller geht. Könnt ihr mich mal bitte da... Ja, okay, geht nicht. Ich merke es schon. Jetzt sterben wir hier noch fast. Da ist ja noch einer. So, du bist aber der, der nervt, ne? Ja, sehe ich doch. Wo bist du denn jetzt noch hergekommen? Natürlich. Nehmen wir gerne alle mit. Dauert 400 Jahre, dann ist das auch erledigt. So, ich wollte hier nach oben gucken. Ob hier der Brief rumliegt. Kein Brief. Ja, weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so genau, wo der sonst noch sein kann. Ach, dich brauchen wir sowieso für die Quest. Okay. Dann töten wir dich da eben kurz. So. Okay, in das Haus wollte ich noch gucken. Wegen des Briefs. Der jetzt hoffentlich mal hier irgendwo zu finden ist. Und dann muss ich noch irgend so einen Abrax-Fuzzi töten. Und auch nicht. Lasst mich doch wieder rein! Mann! Ist das ätzend, wenn die so mitten im Weg stehen und man dann da nicht mal lang gehen kann. Ich versuche hier jetzt rückwärts zu gehen, aber es klappt nicht mal rückwärts an dem vorbei. Okay, dann nehmen wir das kurz mit und dann gehen wir ganz nach oben. Und Abraxas weiß ich auch gar nicht, wo der ist, in welchem Gebäude dann entsprechend. Kein Brief hier. So, lasst mich bitte einfach gehen. Der muss ja irgendwie eigentlich auch noch besonders aussehen. Oder jedenfalls kenntlich. Aber ich weiß ja nicht mal, wo der blöde Brief ist. Und das kleine Häuschen auch nicht. Oder was war da noch? Da war noch irgendwas. Aber wahrscheinlich eine Kiste, ja, nur eine Kiste, natürlich. Nur eine doofe Kiste. Dann nehmen wir noch die doofe Kiste mit. Such den Eintrag. Ja, also dieser Pfeil sagt ja im Prinzip nur, dass es sich in diesem Dorf quasi hier befindet. Das hilft mir jetzt nicht so viel. Okay. Wollte ich E drücken. Nicht Q und auch nicht R. Meine Güte. Ja. Ich will jetzt aber diese Folge nicht nochmal pausieren und nochmal neu sozusagen wieder zusammenstarten. Ich glaube, dann suchen wir tatsächlich den Brief eben leider in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seht es mir nach.
Aber ich brauche einfach zu lange. Also, ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also, danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.